Hallo und guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie auf dem Kanal Raw Video bei Sida für spontane, improvisative, dokumentarische und authentische Videos. Ich bin Klaus von der älteren Generation der Babyboomer auf dem Weg ins On-Life. Und das ist auch das Programm dieses Kanals, dieses Channels, in dem es darum geht, die Transformation in die digitale Gesellschaft, die sich hier bei mir im Kleinen vollzieht, an der ich mitwirke und partizipiere, die festzuhalten und zu beobachten, inwieweit ich mich dadurch verändere. In Richtung Homo Dementis oder in Richtung Homo Digitalis. Ich vermute eher Ersteres. Ja, das ist sozusagen die Einleitung. Das Ganze findet jetzt in 5 Punkten statt. Thema On-Life, Thema Gesundheit, Ernährung, Lektüre und Medien. Weil natürlich die Medien kommen natürlich in digitaler Form hier über Kabelfernsehen, über Netflix, über TV. Und die Lektüre kommt ebenfalls über digitaler Form, aber Kindle, die Bücher und daneben natürlich die Nachrichten über die verschiedenen Newsfeeds auf dem Tablet. Ja, und die Ernährung, ja, da schaue ich momentan das Funkkolleg Ernährung, da geht es ja um meinen Podcast, der jede Woche einmal gesendet wird, den schaue ich mir an. Und ja, Thema Gesundheit, ja, ist natürlich eher real, ist eher nicht digital, Gesundheit, aber die Informationen, die man bekommt, die Interpretationen und so, die nehme ich ja meistens über in digitaler Form auf. Also die werden mir digital übermittelt, sagen wir mal so. Und die verarbeite ich dann im Großen, wenn ich dazu in der Lage bin, sagen wir mal so. Man nimmt ja vielfach Informationen auf und Wahrnehmung und kann die gar nicht verarbeiten oder weiß nicht, wie man sie verarbeiten soll. Ja, okay, so Gefühl mal zur Einleitung. Gestern wurden also 7 Videos gemacht und damit bin ich gestern auf, 87, glaube ich, gekommen. Heute ist Dienstag, der 17.02.2018, 2020, ich bin schon 2 Jahre älter, 2020 also, na, was ist denn los hier? Ich habe ein bisschen Augenbrennen momentan. Ja, also 17. Dienstag haben wir heute, wir kommen in die Karnevalswoche. Montag ist Rosenmontag und ja, also digital 87 Videos bisher, jetzt werde ich so bei 150, 160 Euro landen im Monat Februar. Februar ist natürlich immer ein schwacher Monat, aber letztes Jahr kam ich auf 158, letztes Jahr. Nicht letzten Monat. Letztes Jahr habe ich also 158 geschafft. Mal sehen, wie es diesen Monat aussieht. Ja, 87 haben wir also. Von den 87 waren 3 Essensvideos, 3 Gaming-Videos und ein Sesselwort. Ja, bei den Gaming-Videos habe ich also so Doku und Wortspiel gemacht und dann einmal ETS2, steht für Euro Truck Simulator, mein neues Spiel. Ich simuliere also jetzt die Berufswelt des BKF. Ich spiele also den virtuellen BKF. Nicht warum eigentlich, ja. Habe ich verschiedene Vermutungen zu, aber ich sag mal, ich habe mir nie davon geträumt, diesen Beruf so allein zu ergreifen.
Ich finde es auch nicht schön, auf der Straße zu fahren den ganzen Tag. Aber die Zeit geht dabei gut rum und auch in dem Spiel geht die Zeit gut herum. Wenn das das Ziel ist. Dass man also keine Langeweile hat. Tja. Also in dem Spiel findet Erlebnisse, finden werden Erlebnisse erzeugt. Künstliche. Und über diese Erlebnisse kann ich dann erzählen im Video. Und gestern zum Beispiel habe ich einen Gefahrgutunfall gehabt in dem Spiel. Also Polizei lenkt mich in eine bestimmte Richtung, die sperren eine Autobahnhälfte, haben mir aber die falsche gesperrt. Ich hätte das ignorieren sollen vielleicht, aber als braver anständiger Bürger macht man das natürlich nicht. Und ja, dann kam ich genau in den Unfallstelle hinein. Da war ein Tanklaster mit Anhänger, der war umgestürzt. Die großen Tankwagen lagen auf der Straße, gab eigentlich Explosionsgefahr, große Umweltgefahr und so. Ja, und nun war die Frage, was tun? Ja, ich dachte jetzt, wenn das Programm jetzt eine Situation simuliert, dass man dann natürlich eine Lösung dafür hat. Aber die Lösung war nicht, dass jetzt Rettungskräfte kamen und das weggeräumt haben. Ich habe da 22 Stunden gewartet gestern. Nichts passierte. Das waren fast 2 Stunden real. Und dann nach 2 Stunden habe ich dann auf dem Tablet recherchiert, wie andere die Situation gemeistert haben. Also ET2-Unfall. Und da hatte ich dann schon die Meldung, dass anderen Leuten das auch schon passiert ist. Und dass die KI dafür keine Lösung hätte. Das heißt, ich bin nicht der Einzige, der da gewartet und gewartet hat. Und dass dann die Lösung darin besteht, dass man dann das wegrammt. Ja, also bin ich mit meinem Truck da reingefahren in die Unfallstelle und habe quasi den Tank weggerammt, den zweiten, und bin dann auf der Bahn wieder zurückgefahren. Weil der hatte mich ja in die falsche Richtung gelotst, der hatte die eine Hälfte gesperrt und mich dann genau in die Unfallstelle gelotst. Das heißt, da stand ein Kraftwagen, der stand auf einer Hälfte. Ja, kann man das so interpretieren? Habe ich das richtig interpretiert? Wenn dann mal eine Autobahnauffahrt ein Kraftwagen quer auf der Spur steht, dass man dann die Spur nicht benutzen soll. Aber das war weit weg von der Unfallstelle. Ja, so denke ich also über Situationen nach, ihre reale, virtuelle, dazu eine Lösung zu finden. Merkwürdig. Ja, gut. Das habe ich also gestern gemacht. Also bin ich auch nur wieder mit 30 Stunden Verspätung da an mein Ziel angekommen. Und das hatte dann zur Folge, dass ich wieder Abzüge bekam. Ich habe zwar 460 Erfahrungspunkte gesammelt, aber die meisten wurden mir abgezogen wegen Verspätung. Verspätung ist auch eine Erfahrung, aber das honorieren die nicht, das Programm nicht. Ja,
Also geht man Erfahrungsstufen nicht steil hoch, sondern die flacht jetzt ab. 70 Punkte habe ich trotzdem bekommen. Und nur eine Auflösung, glaube ich, von 500, 600. Also ich nähere mich knapp den 30.000. Ja. Die Tour ging von Metz nach Mannheim. Bin nur müde. Ja, also, das war das Ereignis des gestrigen Tages. Dann habe ich gestern, ja, Gesundheit, Thema 2. Ja, geht so einigermaßen, humpelt, teilweise schmerzvoll, muss klar gemacht, ne? Punkt 3, Ernährung, ja, das Übliche wie das Smoothie, Müsli und dann abends ein Salat. Gestern habe ich den Nudelsalat gemacht. Heute mal sehen, vielleicht mal wieder Reis. Schauen wir mal. Ja, wir haben jetzt übrigens 10 vor 12, wieder spät heute. Thema Nummer 3, Lektüre, können wir kurz halten, fand nicht statt. Aber Thema Nummer 5 fand statt, Medien. Gestern habe ich also, was habe ich gestern gemacht? Ja, weiß ich, kriege ich auch kaum noch zusammen. Ja, ich habe gestern Medien gesehen, die Nacht auch mehr. Zwar auf Netflix habe ich wieder gesehen, da eine Folge. Die nennt sich Border Town, Grenzstadt, die Border Town und da war eine zweite Serie. Die erste Serie hatte ich schon gesehen, die hat mir gut gefallen, mit so einem finnischen Kommissar, der da mit einer neuen Gedächtnismethode anfing. Und eigentlich ein ganz sensibles Kerlchen. Familienmensch und erklärte die Morde auf. Ja, durch phänomenale Kombinationsgabe oder so ähnlich. Da habe ich jetzt gestern an zwei Folgen gesehen, die Nacht bis um 4 Uhr. Ja, und dann habe ich jetzt bis 10:30 Uhr geschlafen, ist klar. Und bin da etwas mitgenommen. Ja, heute liegt noch Einkauf an. Und ja, Einkauf brauche ich also. Ja, okay. Das war es also von hier, von gestern. Außer Video, außer Computerspielchen nichts gewesen oder so ähnlich. Doch bestimmt, aber es gibt ja so Mikroereignisse, die dann quasi mir gar nicht so ins Gehirn kommen, sich gar nicht so eingraben. So kleine Ereignisse am Tag. Vielleicht ein schmerzvolles Auftreten. Eine Erkenntnis, eine plötzliche, sowas in der Art, so Mikroereignisse. Ja, okay, Leute, das war's jetzt mal von hier. Ich sag mal, wünsche euch noch einen schönen Tag und macht's gut, ne? Tschüss.